Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Wir haben immer noch das Problem, dass wir einen Trupp Goblins vor der Tür haben, die sich nicht bewegen, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Mal gucken, wenn ich die Pause wegmache, was dann passiert. Zum anderen haben wir hier unten noch die Händler, die sich auch nicht bewegen wollen. Aber was ich jetzt eingestellt habe, sind Lederarbeiter, zwei Lederer. Deswegen kommt jetzt hier noch ein Lederworkshop hin. Sowas gibt's doch eigentlich. Ja, genau das allererste. Und ich gucke in der Liste. Kommt hier erstmal ein Lederworkshop aus Konglomerat hin. So. Und dann, wenn der gebaut ist, gebe ich mal neue Order. So, zwar 10 Wasserschläuche und 10 Backpacks in Auftrag. So, jetzt machen wir mal hier an. Die Goblins haben immer noch nicht den Drang, sich zu bewegen. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass vor kurzem ein Doktor hier erschlagen wurde. Ist das alles verboten? Nein, ist es nicht. Also kann es ruhig geclaimt werden. Die haben ihn ausgezogen, bevor sie ihn da unten enttürmt haben. Ja. Oh gut. Warum auch immer, wenn ich Pause drücke, hier gäbe X auf einmal kommen. Das ist mir jetzt auch neu. Also noch nie aufgefallen. So, ich mache mir immer noch Sorgen um die Force of Darkness. Die müssen wir im Auge behalten. So, Leatherworks wurde gebaut. Dann gib mir mal Water Skins. 10 Stück. Und Backpacks. Nicht aus Adamantit, sondern aus Leder. So. Dafür müssten wir ja genügend Tantites im Stock haben. Ja, sehr viele. Ja, gut. Gut, gut. Packs haben wir ja auch genügend, zum Glück. Oh, wir haben hier noch Floor, den wir abreißen sollten. Remove Building. Construction. Das sind ja keine Buildings in dem Sinne, weil Constructions können nicht vom Building Destroyern angegriffen werden. Im Gegensatz zu anderen Sachen. Wie sieht es in der Küche mit brauchbarem Zeug aus? Pigtails, Plump Helmets, ist alles genug da, ist auch genug zu trinken da. Ein bisschen Prickleberry Wein haben wir noch. Warpweed Seeds, die könnten theoretisch verkocht werden. Sweet Pots, Rock Nuts, Longland Gras wird verkocht. Caveweed, Dimple Cup, Fisher Berry, Pigtail, Plump Helmet und ein Hering. Okay, wir haben schon wieder fast alles verkocht. Wir haben auch genug zu essen zurzeit. Was mir eher Sorgen macht, sind die Goblins da unten. Es ist mir fast schon gewillt, einen Zwerg zu opfern, um die mal aus der Reserve zu locken. Weil mein anderes Problem sind die, die Händler ziehen ab, Gott sei Dank. Ob ich das jetzt so gut finden soll, dass die Händler abziehen? Hier springen sie ja zum Glück nicht mehr runter. So mutig sind sie ja nicht mehr. Zum Glück. Und die Händler hauen in verschiedene Richtungen ab.
Ich wette, die warten nur darauf, dass die Händler weg sind. Ja, dass die Händler von der Karte verschwunden sind und dann wollen sie angreifen. Party an einem Tisch. Okay, Backpacks und Waterskins werden bereits hergestellt. Jetzt muss ich mal kurz ins Militär gucken. Equipment. Ja, muss ich das in den Uniformen noch hinzufügen? Nee, Supplies. Carry two food, carry any drink. Do not carry, carry water, do not carry any drink. Ja. Carry two, one food, three food. Nee, two food und any drink. So. Das dürfte für einen kurzzeitigen Garnisonsbefehl reichen. Und ich suspende ich mal. Und guck mal, wie es hier unten aussieht. Sieht okay aus bis jetzt. Was machst du da? So, gen. Plan zieht's. Ah ja, was auch immer. So, da lag irgendwo ein Stein rum. Ach so, weil ich suspendet habe, das eine Mauerstück. Ist okay. Designation. Remove Construction. Ich bin mal so mutig und gebe gleich zwei in Auftrag. So, das Kind remove this construction. Die Goblins sind immer noch dort. In der Ecke. Hm. Zwei Möglichkeiten. Entweder das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Status. Okay, ich habe da so eine Vermutung. Seht ihr das da nämlich? Das da ist ein wahrscheinlich der Anführer mit dem Crossbow. Das sieht man jetzt nicht gerade sehr gut, das Skin, aber das ist ein Goblin mit einem Bogen oder einer Armbrust und das Krokodil. Ich habe so das Gefühl, der reitet auf dem Krokodil und das Krokodil kommt nicht an Land. Ja. So gut, die Ebene ist ausgehoben. Nächster Channel-Befehl. Hier. Genau. Sehr gut. Und wenn wir schon dabei sind, ja. Designation. Meinen, so. Entweder trauen die meiner Eingangshalle nicht, wie auch immer sie das wissen können, oder der hockt wirklich da in dem Pond fest. Oh, bewegen sie sich? Einige scheinen ein bisschen sich vorzuwagen, habe ich das Gefühl. Ah, die Waterskins sind bald fertig. Doors und Statuen auch übrigens. Da muss ich mal gerade gucken, wie sieht das eigentlich hier mit dem Smooth Stone aus. So. Und das da ist jetzt ein Bedroom.
für meinen Leader. So. Der braucht noch, muss ich mal kurz gucken, Nobles. Request. Also er hat schon mal Decent Quarters. Er braucht auf jeden Fall noch zwei Chests und ein Cabinet. Weapon Rack und ein Armor Stand. Cabinets kann ich ihm bauen. Habe ich Cabinets? Cabinets ist F. Needs Cabinet? Nein, kann ich ihm nicht bauen. Also Q. Rock Cabinet, zwei Stück. So. Ach ja, wo wir schon mal dabei sind, das hier sollte dann sein Office sein. Das kann ich schon mal deklarieren. Der da, so. Dann braucht er nämlich das Office da nicht mehr. Q, das kann abgerissen werden, so. Gut. Das ist auch erledigt schon mal. Was liegt hier so alles rum? Knochen. Das heißt, hier werden immer noch fleißig Boneboats hergestellt. Wieder nach den Goblins gucken. Die bewegen sich immer noch nicht. Sehr gut. Bis jetzt jedenfalls für uns. Nee, das sind Raben. Und wenn wir schon mal dabei sind, geben wir unseren Crafts Dwarfs, also unseren Rock Crafts, mal den Stone Craftern mal den Auftrag, ein paar Rockpots herzustellen. So. Workshop Profile. Ach, hier kann ich nur einstellen. Permit All, Search, Min Max, Dabbling. Ah ja. Ich kann leider nicht das Material einstellen, was dort gemacht werden soll. Schade. So. Als nächstes wieder einen Dump-Befehl, die Räume hier freiräumen. Wir haben nämlich 30 arbeitslose Zwerge, das kann nicht sein. Also gut, das kann schon sein, aber wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Holz in der Hütte. Für Holz brauche ich auch wieder einen Crafter. Also für Holzbolzen meinte ich. So, wir haben Türen übrig. Das müssen wir auch mal, sollten wir auch langsam mal machen. Doors. So, machen wir hier die Zimmer zu. Da schlafen einige mit Fässern im Bett. Ist ja auch putzig. Und jetzt noch Betten in die beiden leeren Räume. So. Achso, da steht bereits, da ist nur ein Raum leer. Okay. Nächstes Thema. Dazu sollte ich nochmal Cabinets in Auftrag geben. Q. Cabinet. Rock Cabinet. Nochmal 10 Stück. So. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich... Genau. Mein X-Bow-Jon, also meinen normalen X-Bow-Leuten Zimmer gebe. Das ist wichtig, weil der eine X-Bow ist ja grumpig geworden und hat einen meiner Docks getötet. Das mag ich nicht so sehr.